Die Frage ist vielleicht ein bisschen provokant, aber quadratische Gleichung, wozu braucht man sowas? Bezieht sich letztendlich darauf, dass ich sage, wenn ich die Parabel, also den Graphen einer Funktion betrachte, heißt das, wenn ich x steigen lasse, also x wächst, wächst y auch, aber bis zu einem ganz bestimmten Punkt und fällt dann wieder ab. Das heißt, in diesem Fall wäre es ein Maximum. Ein Minimum ist es dann, auch immer mit steigenden x-Werten, ne? X steigt wieder an und mein Graph fällt aber nach unten, das heißt, die y-Werte werden immer kleiner bis zu einem ganz bestimmten Punkt, um dann wieder anzuwachsen, Minimum. Und das ist der ganze Hintergrund und jetzt gibt es so eine klassische Aufgabe, die gibt es schon seit über 2.500 Jahren. Und zwar war Folgendes passiert, ein Gestade, also ein Strand, hier ist Wasser, an einem Strand sollte mal was abgezäunt werden. Hört auf zu spinnen. Ne? Und zwar rechtwinklig. Rechtwinklig, vielleicht um irgendwelche Pferde einzuzäunen oder weiß der Kuckuck was. Also man konnte hier einen Zaun errichten und dieser errichtete Zaun brauchte ja hier auf der Seite nichts mehr, auf der Wasserseite, denn die Eingesperrten konnten wahrscheinlich nicht richtig schwimmen oder solche Dinge. Und wenn ich das jetzt mal bezeichne mit Seite A und Seite B, dann hätte ich hier, wenn es rechte Winkel drin liegen, hätte ich hier auf jeden Fall wieder hier hinten Seite A. Und es geht darum, die Fläche mit vorhandenem Zaunsmaterial maximal zu machen. Da machen wir jetzt mal kurze Pause und das diskutieren wir mal aus. Wir nehmen mal Folgendes an. A soll maximal werden, also A soll maximal sein. Beziehungsweise werden. Und ich habe A plus B plus A ist 2 mal A plus B ist beispielsweise 100 Meter lang. Ich habe also 100 Meter Zaunsmaterial. Ich kann mir zum Glück die Seeseite sparen und sage, und aus dieser Kombination soll ich das Maximale rausholen. Was kann man tun? Ich gebe mal einen Tipp. Wie errechnet man Groß A? Eigentlich einfach. Groß A, ich mache es mal extra mit ein bisschen Platz dazwischen, ist ja eigentlich nur A mal B, ne? Ist ja nichts Besonderes. Und was ist denn 2 mal A plus B? Was ist denn das? Mathematisch gesehen. Und wir wissen, dass 2 mal A plus B 100 Meter ist. Also könnte ich sagen 100 Meter. Ach, warte mal, ich wollte es in grün machen. 100 Meter ist gleich 2 mal A plus B. So, jetzt nochmal was zur Funktionsweise. Wir kennen doch alle noch f von x und so weiter. Da schreibt man ja f von x. Das heißt, die Funktion ist abhängig von x. Und das Gleiche wenden wir jetzt mal hier drauf an. Wovon ist ein Groß A im Moment abhängig? Richtig, Groß A ist abhängig von den Seiten A und B. Ich könnte auch nochmal grün reinschreiben, machen wir es mal so. Ist abhängig noch von A und B. Wir können aber eine Gleichung nicht lösen, die von zwei Größen abhängig ist. Also wenn ich zwei Unbekannte habe, dann geht das nicht. Aber wir können was anderes machen. Und jetzt schreibe ich mal was Altbekanntes davor. Wir sagen einfach, das ist unsere Gleichung 1, das ist unsere Gleichung 2 hier unten. Und wir basteln die eine, die feste Werte hat, nämlich 100 Meter. Wir basteln die mal so um, dass da steht, entweder A ist gleich oder B ist gleich. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwas draus machen können. Richtig, wir nehmen einfach die grüne hier und stellen die nach B um. Das geht am allereinfachsten. Dann heißt das, umgestellt, die neue Gleichung 2, erste Variante, ist dann, ich mache es in grün weiter, 100 Meter minus 2a ist gleich b. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das hier entsprechend hier oben zu verquicken. Das heißt, jetzt schreiben wir es wieder so, wie wir es kennen. Wir nehmen das Einsetzungsverfahren und sagen, die 2 1 in 1 sieht dann wie folgt aus. Ich lasse nochmal a in Abhängigkeit von stehen
Und jetzt setze ich mal ein. Und zwar A kenne ich noch nicht so, wie es ist. Und statt mal B schreibe ich nicht mal B, sondern das, was B eigentlich wert ist, nämlich das hier. Das heißt, ich verfolge es nochmal oder schreibe es nochmal in grün fort. A mal in Klammern 100 Meter minus 2a. Und jetzt sind wir in einer ganz beneidenswerten Lage. Jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir nur noch A's, von denen mein großes A abhängig ist. Also ist es bloß noch von einer Größe abhängig. Und jetzt kann ich schon mal etwas damit machen. Diese Gleichung, wenn ich die ausmultipliziere, wird das eine quadratische Gleichung. Also wir machen mal weiter. Wir schreiben A in Abhängigkeit von A ist gleich, und jetzt multiplizieren wir mal aus. A mal 100 Meter minus 2a Quadrat. Merkt ihr was, wie die aussieht? Wenn man schreibt 2x Quadrat minus 100x, dann ist das nichts Besonderes. Damit kann man umgehen. Ne? Das ist eine Sache, womit man ganz gut auskommt. So, und jetzt müssen wir was machen. Und zwar, wenn hier stünde f von x ist gleich 2x Quadrat minus 100x, dann kann man da was draus machen. Dann kann man nämlich einen Graphen dafür skizzieren und kann dann sagen, in diesem Fall, schauen wir mal, ja, wie sieht denn der aus? Dieser würde nach oben geöffnet sein. Das heißt, wenn ich den Scheitelpunkt ermittle von dieser Gleichung hier, dann werde ich in diesem Fall beim Scheitelpunkt das Minimum haben. Jetzt gucken wir uns das Ding nochmal richtig an. Ich ordne das mal, ich sage mal anders. Groß A von A ist gleich, jetzt nehme ich mal die höchste Potenz nach vorne, minus 2a Quadrat plus 100m mal A. Tja, und jetzt sehen wir, diese Kurve, die wird nach unten geöffnet sein. Das heißt, wir werden wirklich ein maximales A ermitteln. So, und das, da mache ich jetzt mal Pause, das werden wir mal ausdiskutieren. Man tut sich ein bisschen schwer mit so einer Form, das ist mir schon klar. Das sieht ungewöhnlich aus. Ich schreibe es mal gerne nochmal so hin. Und zwar, in herkömmlicher Schreibweise hätte ich diese Formel geschrieben als f von x ist gleich minus 2x² plus 100x. Ja, die Meter jetzt mal weggelassen, wenn ich mich darauf einige, dass alles, was ich rauskriege, in Metern rauskommt. Ich kann also sagen, alles, was hier irgendwie steht, kommt in Metern raus. Also Einheit ist ein Meter, grundsätzlich. So, und jetzt sieht das nicht mehr so schlimm aus. Was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt hier irgendwie den Scheitelpunkt ermitteln. Also gesucht ist der Scheitelpunkt. Und jetzt gibt es verschiedene Varianten. Jetzt gehen wir mal hier bei, wie könnte man hier so einfach wie möglich den Scheitelpunkt ermitteln. Wir sind bei der schwarzen Variante. Wir haben das ganze Ding mal mit f von x übersetzt und wir haben den Scheitelpunkt als solches gesucht. Wir haben also geschrieben, statt a von a, f von x. Den Scheitelpunkt haben wir ermittelt, indem wir mal ganz schnell die Nullstellen ermittelt haben und in der Mitte, das heißt zwischen 0 und 50, liegt bei 25, der x-mäßige Wert des Scheitelpunktes. Den auszurechnen, hört noch zu klappern, ne? Den auszurechnen bedeutet, dass ich 1250 rauskriege. Damit hätte ich einen Scheitelpunkt von diesen Koordinaten. Ich möchte aber nicht irgendwelchen Scheitelpunkt hier ermitteln und irgendwelche Graphen malen, darum geht es im Moment nicht. Sondern ich möchte wissen, bei welchem x wird mein y maximal? Bei welchem, das heißt also übersetzt, bei welchem x wird f von x maximal? So, wenn ich das jetzt hier übertrage und sage, ich habe 25 rausgekriegt, machen wir mal in blau weiter. Von 25 Metern bedeutet das, wenn ich das hier einsetze, minus 2 mal und jetzt 625 Quadratmeter plus 100 Meter mal 25 Meter. Wenn ich das ausrechne, dann habe ich eine Fläche, die bei einer Länge von klein a 25 Meter sich entsprechend entwickelt. Kommen wir auf das Gleiche, das wären 1250 Quadratmeter. Das ist in diesem Fall der schöne Effekt. Das heißt, ich habe sogar die Fläche jetzt schon raus und weiß, ich muss diese Seite 25 Meter lang machen, diese auch. Und wie viel bleibt dann für b übrig?
Heißt letzten Endes dann hier 50 Meter, ne? 25 plus 25 plus 50 sind meine 100 Meter, die ich zur Verfügung habe. Das wäre also die Fläche. Gibt noch andere Arten und Varianten und Zäune oder sonst was? Typisch wäre noch zum Beispiel, ich habe hier eine Hausecke und ich möchte dann hier irgendwie was abzäunen. Ne, hier ist wieder A, hier habe ich ein A und B und so weiter und so fort. Gibt da die unterschiedlichsten Varianten. Machen wir dann später, ich schließe das Video mal ab.